In weniger als 24 Stunden ist es soweit. Dann kommt die Queen hier in Berlin an. Ihr Reiseplan und das Programm stehen fest. Aber ich will viel mehr wissen. Wie schon bei ihrem letzten Besuch wird sie im Hotel Adlon wohnen. Dort ist man natürlich sehr diskret, aber ich werde trotzdem versuchen, ein paar Interne herauszufinden. So viel sei verraten. Sie wird in der 180 Quadratmeter großen Präsidentensuite übernachten. Und dort wird nichts dem Zufall überlassen. Die Königin liebt Blumen, weiß man hier, besonders in Gelb- und Pastellfarben. Butler Ricardo hat alles im Blick. Bitte schön, gut aufbewahrt. Komm gleich wieder. Er hat die Königin schon getroffen und soll mir jetzt alle Geheimnisse verraten. Doch zuerst das Offensichtliche. Das ist natürlich der Ausblick, den die Gäste hier genießen. Der direkte Blick zum Brandenburger Tor. Ich kann auch gerne noch mal hier das Fenster für Sie öffnen. Sehr schön, aber jetzt bitte die privaten Details. Wie ist die Queen als Gast? Ist sie sehr angenehm? Also von 2004, wo ich sie erleben durfte, kann ich nur sagen, dass es ein sehr angenehmer Gast ist. Und im Vergleich zu anderen Gästen? Ein überdurchschnittlich sehr angenehmer Gast. Natürlich kann ich da keine genauen Informationen geben. Nun, wie gesagt, wir haben einige Informationen, aber diese privaten, aus Diskretionsgründen, leider nicht so viel. Der diskrete Butler hält dicht. Einfach nichts zu machen. Vielleicht erfahre ich vom Sternekoch Henrik Otto mehr. Naja, zumindest erfahre ich, dass es was zu essen geben wird. Es sind so viel Input, also ich könnte Ihnen jetzt nicht auswendig alle Speisen aufzählen. Schickt die britische Königin eigentlich vorweg so eine Liste an Gerichten, die sie gerne hätte? Nein. Also ist sie relativ frei und offen für alles, was Sie vorschlagen? Ja, absolut. Ist das für Sie auch... Sie wollten ja mehr hören. Genau, natürlich, ganz genau. Nach meinem Besuch im Adlon bin ich nicht viel schlauer, was die private Seite der Königin betrifft. Aber ich habe ja noch einen Trumpf im Ärmel. Ich bin verabredet mit einem entfernten Verwandten der Königin, Eduard Prinz von Anhalt. Da ist es ja, da ist... Unser weißes Haus. Schön, dass wir uns treffen. Ja, danke für die Einladung. Die mittlerweile 89 Jahre alte Regentin hat er schon oft getroffen und kennt nicht nur ihre Familiengeschichte, sondern auch sie selbst. Wo erleben wir denn dann tatsächlich mal die authentische Elisabeth? Sie ist in der Zwischenzeit so, wie sie ist, authentisch. Weil das ist eher so in Fleisch und Blut übergegangen, diese Aufgaben zu erfüllen und sich voll darauf hin, sich hinzugeben praktisch der Nation, dass das, was wir heute bei ihr sehen, das ist Queen Elizabeth II. Und so wird sie in die Geschichte auch eingehen. Authentisch hin, authentisch her. Mir würde es ja schon reichen, sie überhaupt mal zu sehen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, denn ihr Besuch soll sehr volksnah werden. Würde ich jetzt in der Menge stehen und ich möchte gerne auf Sie zutreten, würde sie mit mir sprechen? Also in England macht sie das ja, aber man darf natürlich sie nicht erst ansprechen. Darf ich ihr die Hand geben? Nur sie muss erst die Hand ausstrecken, bevor man ihr die Hand geben darf. Also man soll nicht zu sehr zudrücken, weil sie ist ja auch schon eine ältere Dame und hat auch nicht mehr so viel Kraft in der Hand. Ich sollte die Sache mit der Queen also sehr behutsam in die Hand nehmen. Eduard Prinz von Anhalt hat mir jetzt etwas Mut gemacht. Und wenn am Mittwoch die britische Königin den ganzen Tag in Berlin ist, werde ich ihr tatsächlich versuchen, die Hand zu schütteln.